Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit den beiden Mädels neben mir und mir, dem Ducky LP. Und ja, Leute, ich glaube, ihr erkennt schon, wo wir uns befinden. Und heute habe ich passenderweise mal darauf geachtet, auch nur Hufflepuffs hier mit reinzuholen ins Bauteam. Yay! Also, nicht, dass es jetzt irgendwie eine neue Regel wäre, weil in Zukunft werde ich da nicht weiterhin drauf achten. Also, ich werde da auch andere Häuser mit in die Gemeinschaftsräume lassen, was auch irgendwie logisch ist, weil ich meine, ich als Hufflepuff habe auch bei Gryffindor mitgeholfen. Aber ja, heute ist das mal ein großer Zufall, aber ja, nur, dass ihr da Bescheid wisst und ich denke, der Daniel, der lässt jetzt nur noch Hufflepuffs in den Hufflepuff-Gemeinschaftsraum, weil nein, Leute, darauf achte ich eigentlich nicht, aber heute ist es Zufall. Ja, wir befinden uns hier natürlich nicht umsonst im Hufflepuff-Gemeinschaftsraum, denn wir werden heute ein paar Aufgaben übernehmen, die mir schon seit, ja, seit Anfang dieser Staffel, seit Ende der letzten Staffel, ja, irgendwie im Auge brennen und ja, ich glaube, ich gehe mal direkt ins Eingemachte, weil, naja, schaut euch mal diesen Kamin hier an, Leute. Er ist absolut schrecklich und ich hasse diesen Kamin. Ich habe ihn mal selber gebaut und ja, habe dann, nachdem ich den gebaut habe, selber gesagt, ja, der wäre da nur als Platzhalter gedacht. Also, dass wir den eh später nochmal korrigieren werden. Und ja, ich bin einfach nicht der geborene Kaminbauer, Leute. Ganz im Gegenteil, ich tue mich da richtig, richtig schwer. Und ja, nachdem im Gryffindor-Gemeinschaftsraum jetzt so ein unglaublich toller Kamin gebaut wurde, müssen wir den natürlich hier im Hufflepuff-Gemeinschaftsraum auch nochmal korrigieren für die Gleichberechtigung. Ja, weil kann ja nicht angehen, dass wir hier so einen brutal hässlichen Kamin haben, während im Gryffindor-Gemeinschaftsraum richtiger Bonzenkamin steht. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall heute ein bisschen weiter dran arbeiten. Dann haben wir natürlich hier noch einige kleinere Aufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel hier oben, man sieht es schon, die Decke muss noch bearbeitet werden. Und ja, dann würde ich halt gerne die Folge noch ein bisschen nutzen, um hier ein bisschen was an der Inneneinrichtung zu gestalten, weil, naja, ganz im Ernst, Leute, man kann hier wirklich noch einiges reinbauen. Es ist noch bei weitem nicht so schön wie beim Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Und bevor die beiden jetzt gleich noch zwei Kinder zeugen, würde ich sagen, schreibe ich mal gerade eben ganz schnell /bcgo in den Chat, weil ich weiß echt nicht, was die da gerade machen und es sieht ein bisschen sehr zweideutig aus. Aber hey, ja, die scheinen sich halt lieb zu haben, der Schokoriegel und das Mädchen in dem Koala-Onesie. Ist ja auch mega süß, Leute. Ich wünschte, ich hätte im Real Life so ein Onesie, aber naja, man kann ja leider nicht alles haben. Und lol, sind das hier Sterne auf den Quarzblöcken. Oh, guckt mal, Leute, das sieht ja mal mega schön aus. Aber es ist leider nur ein Grafikbug. Naja, wollen wir uns dadurch nicht ablenken lassen. In meinem Inventar, seht ihr schon, habe ich einige Quarzblöcke zusammengefarmt. Also, beziehungsweise mir zusammengesucht. Die waren hier zum Beispiel in den Kisten davor. Und, ja, die brauchen wir natürlich auch in der Folge. Ich würde nämlich zum einen gerne diese Decke hier einmal ein bisschen überarbeiten. Und, ja, wie man vorhin schon gesehen hat, diese hier einmal. Und zwar würde ich es gerne so machen, ähnlich wie beim Gryffindor-Gemeinschaftsraum, dass wir, ja, diese Holzbalken einen weiter nach unten gucken lassen, als es die finale Deckenhöhe eigentlich ist. Also, ach, ich bin immer so schlecht im theoretischen Erklären, Leute. Wisst ihr was? Wir machen es jetzt einfach mal so. Ich mache einfach, was ich mache und erkläre es euch währenddessen. Was haltet ihr davon? Ja, das ist, glaube ich, eine wesentlich bessere Idee. Und als erste Amtshandlung nehme ich mal hier diese Quarzblöcke raus, weil das ist genau das, was ich eben nicht machen wollte. Denn wir werden diese Quarzblöcke, die ich jetzt gerade abbaue, da hinsetzen. Also müssen wir quasi diese Schichten mit direkt abbauen. Und ja, das geht zum Glück, weil da oben seht ihr den Boden von was eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist das meine Base? Kann sein. Also rein von der Himmelsrichtung und rein von der Höhe müsste das eigentlich meine Base sein. Oder ein Lagerraum meiner Base. Aber ich weiß es leider gerade auch nicht auswendig. Naja, ist ja auch egal, Leute. Ihr ahnt es schon, ich habe heute wieder ein Thema am Start. Und ich habe in der letzten Woche einige Meinungen und Ideen von euch bekommen, wie ich in Zukunft, ja, das Wort interessant umgehen kann. Weil ich habe ja gefragt, Leute, habt ihr ein paar andere, ja, Synonyme für das Wort interessant, die das gleiche bedeuten könnten? Und ja, was soll ich sagen, Leute? Ihr habt mich mal wieder absolut mega überrascht, weil ich meine, irgendwie über 100 Leute haben mir eine riesige Liste mit verschiedensten Ideen und, ja, anderen Worten gegeben. Also wirklich ganze Listen wurden mir da geschickt mit, ja, Dutzenden verschiedenen Wörtern, die, ja, auf jeden Fall alle sowas Ähnliches bedeuten. Und ich
ich war hin und weg, weil ich meine, das war mehr als Joke gemeint. Und dann kommen wirklich, ja, fast 100 Leute an und schreiben mir da wirklich ausführliche Listen. Und ja, ich war wirklich sehr, sehr überrascht, Leute. Wirklich, kann ich gar nicht leugnen. Und ja, deswegen werde ich jetzt versuchen, in Zukunft dieses Wort interessant zu umgehen. Und ja, das versuche ich auch heute. Und zwar, indem ich sage, dass ich ein sehr spannendes Thema am Start habe, Leute. Genau, und weil ich so lange Listen bekommen habe, kann ich jetzt jede Folge ein anderes Wort dafür nehmen. Ey, das wird voll abwechslungsreich, Leute. Da soll nochmal jemand sagen, Let's Build Hogwarts wäre nicht mit Innovation verbunden oder so. Ja, genau. So, ja, aber wir gehen doch mal auf das Thema ein, beziehungsweise lese ich das direkt mal am Anfang der Folge durch. Oder vor, weil durchgelesen habe ich es mir schon. Ja, der heutige Kommentar kommt von Miri-Snape7 und sie hat geschrieben, Thema für LBH. Ist es nicht eine Verletzung der Privatsphäre, den Ridiculous-Zauber mit der ganzen Klasse zu lernen, da ja dann jeder die größte Angst der Klassenkameraden kennt? Ja, eine spannende Frage, wie schon gesagt. Und ja, es gibt tatsächlich einige Punkte, die ich da ansprechen wollen würde und ja, die ich da sehr wichtig finde. Jetzt wurde gerade was in dem Chat geschrieben. Warte, Hilfe, komm hier nicht raus. Warte mal, Sushi-Affel, wo bist du denn? Sushi-Affel? Sushi-Affel, wo bist du? Ach, da ist sie. Hä, wo bist du denn gewesen, Sushi-Affel? Naja, ich... ja, es scheint ja geklappt zu haben. Und Hanky wollte auch gerade schon zur Rettung ausschwärmen. Aber naja, sie scheint sich gerade noch selber gerettet zu haben. Alles klar. Weiß aber auch echt nicht, wo sie sich, ja, wo sie sich verbarrikadiert hat. Weil hier kann man sich eigentlich nirgendwo... Naja, ist ja auch egal. Also, gehen wir doch einfach mal ein bisschen auf das Thema ein. Denn wie gesagt, es gibt mehrere Ansätze, die ich heute mal aufgreifen möchte. Es ist nämlich so... Und das ist etwas, was ich erst vor kurzem selber erzählt bekommen habe, was eigentlich schon auf der Hand liegt. Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann dürfte man das wissen. Aber trotzdem war es für mich ein mega Brainfuck. Ducky, darf ich mir eine Kiste machen, wo ich meine Sachen aus meinem Inventar tun kann? Ja, ich schreibe mal kurz ja, damit die Leute da Bescheid wissen, damit das hier alles gut funktioniert. Ja, genau, kannst du machen, kein Problem. Mach dir einfach eine Kiste, null Problemo. Ja, also und zwar war das die gute Marie, kennen vielleicht manche von euch. Sie hat mir nämlich gesagt, in Fantastic Beasts gab es ja auch so eine Szene, wo, ja, der Irrwicht im Unterricht vorkam. Auch aus diesem Schrank und ja, das war ein Unterricht von Albus Dumbledore selber. Und ja, das war tatsächlich ein Logikfehler. Tatsächlich, Leute, nicht nur Minerva McGonagall war ein Logikfehler, sondern auch das war so gesehen mehr oder weniger einer. Also er muss jetzt nicht ein... Es ist jetzt nicht so ein krasser Logikfehler wie bei Minerva McGonagall, weil bei McGonagall kann man nicht um den heißen Brei rumreden. Das war einfach ein ganz, ganz krasser Logikfehler. Und ja, da gibt es auch nichts schön zu reden, gar nichts. Also selbst wenn man sich Mühe gibt, was ich mir wirklich gegeben habe, man kann da nichts schön reden, Leute. Und ich glaube, wir sind hier doch über den Schlafsälen, glaube ich, oder? Weil da rote Wolle ist? Nee, ich weiß es ehrlich nicht, Leute. Wir gucken gleich mal nach. Aber ja, was mir da gesagt wurde, war nämlich, in den Büchern zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban wurde ja geschrieben, dass Lupin, als er den Ridiculous-Zauber mit seiner Klasse geübt hat, dass es mehr eine, ja, wie soll ich sagen, zufällige Sache war. Weil es gab diesen Schrank halt in irgend so einem leeren Klassenzimmer, glaube ich, war das, oder in einem Abstellraum. Und Lupin hat dann im Lehrerzimmer, glaube ich, gefragt, also muss jetzt nicht alles wortwörtlich so gewesen sein, wie ich sage, weil ich tue mich da manchmal ein bisschen schwer, solche Sachen wiederzugeben, aber sinngemäß war es so, wie ich es jetzt erzähle. Und dann hat Lupin halt gefragt, ob er diesen Schrank für den Unterricht nutzen kann und es war mehr ein Zufall, dass in diesem Schrank, der im dritten Teil vorkam, ein Irrwicht überhaupt drin war und es war Zufall, dass Lupin den überhaupt für den Unterricht genutzt hat und nutzen konnte. Dass das jetzt allerdings einfach 1:1 kopiert wurde von Fantastic Beasts 2 und Albus Dumbledore den gleichen Schrank hatte und auch da ein Irrwicht drin war, das ist ein Logikfehler, weil es ja auf reinem Zufall basierte, dass es im dritten Teil so war und dass es im dritten Teil auf diese Art und Weise beigebracht wurde. Also es ist jetzt, also der zweite Teil von Fantastic Beasts hat halt suggeriert, es wäre eine ganz normale Unterrichtsart und Weise, den Irrwicht in dieser Form durchzunehmen, dass man eben irgendwie, keine Ahnung, man hatte das Gefühl, es gibt so einen Klassenraum, wo diese Schränke halt stehen und wenn ein Lehrer den Ridiculous sauber beibringt, dann holt er sich so einen Schrank mit einem Irrwicht daraus und stellt ihn seiner Klasse vor. So hat der zweite Teil von Fantastic Beasts Eindruck gestreut, aber ist ja nicht so. Es war reiner Zufall, dass es im dritten Teil zu diesem Unterricht kam.
kam und zu dieser Art von Unterricht. Und ja, das wollte ich euch direkt mal am Anfang nennen, weil auch obwohl ich den dritten Teil mehr als nur 100 Mal gehört und gelesen habe, besser gehört, weil ich habe viele Hörbücher gehört, ich habe die Teile weniger gelesen, als ich sie gehört habe. Aber ja, ich habe ihn auf jeden Fall sehr, sehr oft gehört und gelesen und den Film geschaut, alles mögliche. Und trotzdem war mir dieser Fakt nicht so bekannt. Also ich hatte ihn nicht auf den Schirm, weil ich halt nicht so wirklich drüber nachgedacht habe. Deswegen fand ich es auch wichtig, das jetzt mal am Anfang in der Folge anzusprechen, weil vielleicht gibt es ja den einen oder anderen von euch, der selber da auch noch nicht so ganz, Bescheid wusste. Und das wäre ja nicht mal schlimm, weil ich meine, es hat ja auch nichts mit mangelndem Harry Potter-Wissen zu tun, sondern einfach damit, dass man sich nicht immer alles aus dem Kopf hervorrufen kann. Gerade ich mit meinen wenigen Gehirnzellen tue mich da immer schwer, ich bin ja kein wandelnder Computer. Und von daher, ja, war es für mich auf jeden Fall ein Brainfuck. Ja, aber was hat das jetzt eigentlich mit dem Thema zu tun? Also grundsätzlich muss man, wenn man jetzt diesen Logikfehler halt hört, muss man ja erstmal sagen, dass man grundsätzlich nicht einfach sagen oder fragen kann, ob es die Privatsphäre von Schülern stört. Also schon klar, bezogen auf Lupins Unterricht, aber Lupin hat halt eine Ausnahme gemacht. Lupin hat einfach seine eigene Art von Unterricht durchgezogen, basierend auf Zufall, basierend auf, ja, in Anführungszeichen Glück, dass dieser Irrwicht in dieser Art und Weise zugegen war. Und wenn eben so eine Sache einmalig passiert, dann kann man sich als Schüler, glaube ich, auch nicht so wirklich mit den Umständen auseinandersetzen. Ich will damit sagen, dass die Schüler ja mehr oder weniger auch vor unvollendete Tatsachen gestellt wurden. Also sie konnten ja nicht erahnen, dass diese Art Unterricht durchgenommen wird, weil sie halt auf Zufall basiert. Und ich glaube nicht, dass viele dann irgendwie da gestanden haben und gesagt haben, boah, aber das verletzt jetzt meine Privatsphäre oder so. Wenn das allerdings irgendwie so eine jährliche, wiederholende Sache wäre, also dass jedes Jahr dieser Unterricht auf die gleiche Art und Weise durchgezogen wird, dann hätte ich da vielleicht schon andere Gedanken, weil, naja, dann hätten sie Zeit und, auf jeden Fall Zeit genug, sich da kritisch eine Meinung drüber zu bilden. Aber das ist nur eine Theorie, die ich da habe von mehreren und auch die schlechteste von denen, die ich habe. Deswegen einen Augenblick, wir gehen gleich nochmal auf die andere ein, aber ich möchte nochmal gerade eben hier auch ein bisschen was verändern. Weil, ja, hier haben wir den gleichen Fehler gemacht. Und zwar würde ich gerne hier ein höher kommen. Und ja, es geht, Leute. Ich war mir gerade unsicher, ob das klappt, weil, naja, kann ja sein, dass die Decke nicht hoch genug ist oder dass sie nicht dick genug ist. Aber sie ist es, Leute. Ich habe noch Glück in der Folge. Und zeitlich liegen wir eigentlich auch ganz gut dabei. Naja, ich bin mal gespannt, Leute, wie es am Ende der Folge aussieht. Und ja, wenn wir das hier gleich geschafft haben, dann werde ich mich auf jeden Fall auch noch um ein bisschen Innendekoration kümmern. Weil, ich werde auf jeden Fall mehr Pflanzen setzen, Ranken auf jeden Fall, Blumenampeln und ja, den Namen habe ich mir endlich mal eingeprägt, weil, ich hatte lange Zeit keinen Begriff für diese Pflanzen, die in irgendwelchen Töpfen an den Wänden hängen und ja, das sind Pflanzenampeln, Leute. Aber gut, das wusste wahrscheinlich jeder von euch, abgesehen von mir. Aber das werde ich auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen überarbeiten und dann schauen wir mal, was wir noch alles so umsetzen können. Und ich lade euch natürlich auch wieder ein, mir eure Meinung in die Kommentare zu schreiben, wenn ihr irgendwo noch Ideen habt, wenn ihr irgendwo, ja, Verbesserungspotenzial seht, wenn ihr meint, das könnte aber ein bisschen anders umgesetzt werden, Daniel, dann sagt mir das einfach, Leute. Ihr wisst das, ne? Immer schreiben, dann weiß ich da Bescheid. Moment mal gerade ganz kurz. Habe ich jetzt gerade Hallos oder... Ah, nee, oh, Leute, ich habe mich gerade gewundert, weil ich dachte, hä, die Seite habe ich doch abgebaut, aber ich habe in die falsche Richtung geguckt, ich habe die Seite, oh Gott, Leute, habe ich schon erwähnt, dass es heute ziemlich heiß ist, also ich habe heute in der Folge noch nicht drüber gejammert, deswegen muss ich das mal gerade ganz kurz ändern, also es sind draußen 35 Grad und mein Aufnahmezimmer hier ist noch wärmer und ich darf die Klimaanlage nicht anmachen, während ich aufnehme, weil man das im Hintergrund hört und das ist ein riesiger Struggle und ja, genug gejammert, Daniel, okay, übrigens finde ich es auch mega geil, dass der Shader die Quarzblöcke so ein bisschen reflektierend macht, auch wenn das sich gerade vorhin mit Grafikfehlern gezeigt hat, aber jetzt gerade sah es relativ realistisch aus. Da hier zum Beispiel, seht ihr das? Das ist voll geil. Ich mag das voll. Ja, ich hoffe ihr auch, aber ja, ich glaube, man kann es aber auch ausstellen, wenn man wollen würde. Ich will zwar nicht, aber ne, wenn ihr das wollt, Leute, dann schreibt es einfach genau in die Kommentare. Ihr wisst das. So, nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Warte, ich habe mir immer die ganze Zeit ein bisschen Sorge, dass die mit mir schreiben im Chat. Sollen wir das vielleicht noch einen nach hinten, also in die Wand versetzen? Ja, das wäre eine gute Idee, aber sie schreiben nur miteinander. Deswegen werde ich mich dazu mal nicht äußern, weil, naja, ich will nicht in eine Aufgabe reingrätschen, wo ich selber gerade nicht mithelfe. Das finde ich ein bisschen blöd. Naja, aber wir gucken gleich natürlich nochmal drüber und wenn mir dann selber noch was einfällt, dann werde ich mich natürlich auch nochmal mit einbringen, wenn es denn möglich ist. Genau. So, also nochmal zurück zum eigentlichen Thema.
Gehen wir doch einfach mal auf den Punkt ein, ob das Ganze überhaupt die Privatsphäre der Schüler, stört und ob das Ganze vielleicht sogar verwerflich ist mit diesem Unterricht. Ich bin da sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite, ja natürlich, wenn man jetzt als Schüler seine größte Angst mit den anderen, Klassenkameraden teilen muss, dann ist das natürlich ein sehr großer Eingriff in die Privatsphäre, weil ich meine, die persönliche Angst ist etwas, was Leute, die einem nicht wohlgesonnen sind, natürlich auch ausnutzen können zum Leidwesen von einem selbst. Weil wenn ich jetzt jedem in meiner Klasse gesagt hätte, ey, ich habe riesen Angst vor Spinnen und jemand mag mich nicht oder jemand will mir schaden oder jemand will mir irgendwie, keine Ahnung, ne? Dann weiß er ganz genau oder sie, dass, die Person das eben mit Spinnen schafft, mir diese Angst einzujagen. Und natürlich ist das ein Eingriff in die Privatsphäre, weil, ja, man möchte vielleicht nicht unbedingt jeden wissen lassen, worüber man Angst hat oder worauf man Angst hat oder, nee, warte, wie heißt das Wort? Doch, ist doch richtig gewesen, ne? Ach, ist ja auch egal, Leute. Ich denke aber trotzdem, dass es ein Eingriff in die Privatsphäre ist, weil, naja, ich habe jetzt selber persönlich kein Problem damit, irgendjemandem zu erzählen, dass ich Angst vor Spinnen habe. Manche finden das vielleicht jetzt mimosenhaft, aber ich habe da jetzt kein Ego zu füttern, so von wegen, oh, ich muss der mutige Daniel sein, der mutige Mann, der keine Angst vor gar nichts hat und ein krasser Typ ist und so. Also, nee, bin ich absolut kein Fan von. Ich mag auch generell so, ja, keine Ahnung, Charaktereigenschaften nicht so gerne. Wenn jetzt jemand hergeht und sagt, ja, ich habe wirklich keine Angst vor sowas und sagt es halt einfach, weil es so ist, ja, dann ist das wieder was anderes. Aber wenn jetzt jemand irgendwie hergeht und sagt, oh, ich bin einfach ein krasser Typ oder habe keine Angst vor irgendwas, obwohl es gar nicht stimmt, dann finde ich das immer sehr, ja, keine Ahnung, ich mag das einfach nicht so gerne. Aber nein, ich könnte auch locker zugeben, wenn ich vor irgendwas Angst habe. Genau, das war das Wort, vor irgendwas Angst habe. Ich hab's gleich, Leute. Und deswegen, also ich finde persönlich nicht, also rein subjektiv gesehen finde ich nicht, dass es ein Eingriff in die Privatsphäre ist. Aber objektiv gesehen finde ich schon, weil ich natürlich jetzt nur von mir selber ausgehe. Aber ich kann ja natürlich nicht sagen, ey, nur weil ich das jetzt so sehe, muss das die Allgemeinheit genauso sehen. Ich glaube schon, dass es viele Leute da draußen gibt, die ungerne ihre Ängste mit allen möglichen anderen teilen würden. Und bei Klassenkameraden muss man ja zwangsläufig schon sagen, ja, es sind nicht immer wohlgesonnene Leute. Es sind manchmal Leute, mit denen man gar nicht klarkommt und mit denen man nur zu tun hat, weil man muss, weil man keine andere Wahl hat, weil man eben in einer Klasse mit denen ist und weil man sich die Klassen halt eben nicht selber aussuchen kann. Und ja, da hätte ich damals bestimmt auch nicht unbedingt so mega Lust gehabt, dass manche wissen, worüber ich am meisten Angst habe. Ja, ich kann das irgendwo nachvollziehen. Aber meine Theorie geht noch ein bisschen weiter. Denn, ja, wir haben ja jetzt quasi so, also zumindest subjektiv habe ich schon mal gesagt, dass das Ganze eine Verletzung der Privatsphäre wäre. Und jetzt müsste ich natürlich irgendwelche Schlussfolgerungen daraus ziehen, was das Ganze bedeutet und ob Lupin damit etwas sehr, ja, Verwerfliches getan hat, diesen Unterricht eben in dieser Form durchzuziehen. Und ich denke persönlich, dass es nicht verwerflich war. Aufgrund der Vermutung, sage ich jetzt einfach mal, dass nicht jeder gezwungen war, da mitzumachen in der Form. Also ich glaube, wenn sich ein Schüler geweigert hätte, wenn ein Schüler hergegangen wäre und gesagt hätte, nee, ich möchte das nicht, ich möchte nicht meine größte Angst hier in der Klasse teilen, dann glaube ich, wäre jemand wie Lupin da sehr, sehr empathisch mit umgegangen. Also ich glaube nicht, dass er gesagt hätte, du musst jetzt trotzdem, du bist hier in der Schule, du musst das machen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also vielleicht grundsätzlich so, als Lehrer, klar, er muss eine Autoritätsperson sein und natürlich muss er da irgendwo, muss er halt der Lehrer sein, das ist schon klar. Aber gerade bei so einem Unterricht, denke ich, ist er selber auch schlau genug und kann selber reflektieren, dass eben dort Themen angesprochen werden oder beziehungsweise Sachen gemacht werden, die halt da trotzdem, ja, für manche sehr schwierig sein könnten. Und ich glaube nicht, dass Lupin da irgendwie eiskalt gesagt hätte, ja, muss jetzt trotzdem, du Hans Wurst. Genau, deswegen. Aber ich suche gerade ein Crafting Table, will ich nur nochmal gerade kurz sagen, weil ich echt mich wundere, dass ich... Ah, hier ist Holz, okay. Weil ich habe mich gerade echt gewundert, hä, wieso sind hier denn keine Crafting Table? Was ist denn das hier für eine komische Base? So, wo packen wir den Crafting Table denn mal hin? Ich packe ihn mal, ja, hier so in die Ecke, perfekt. So, und jetzt hoffe ich mal, dass ich noch weiß, wie man sich da Blöcke draus baut. Yay, Daniel, du bist der geborene Quarzblockhersteller. So, aber das reicht auch auf jeden Fall. Dagi, hast du die Eisenzäune aufgesammelt? Ja, habe ich. Warte. Hier, 6 Stück. So, bitteschön. So, die haben sie wieder. Alles klar. Und ich kümmere mich wieder ums, Dach wollte ich gerade sagen. Aber das ist ja eigentlich gar kein Dach, das ist eine Decke. Hahaha. Ja, Daniel, das ist ein feiner, aber kleiner Unterschied.
Nee, ein kleiner, aber feiner. So rum war es richtig. Mann, Leute, bei solchen Temperaturen kriege ich einfach die übelsten Wortwendungsstörungen. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Also, keine Ahnung, ihr denkt nach, habt einen Satz im Kopf, wollt ihr ihn sagen und dann kommt aus eurem Mund irgendwie was total Komisches raus und ihr wisst gar nicht, was das soll. Ja, das ist bei mir irgendwie alltäglich, keine Ahnung wieso. So, jetzt würde ich aber gerne diese Steine da eigentlich auch noch ersetzen. Aber zeitlich sind wir echt schon mega weit, also wir sind jetzt schon fast bei 20 Minuten. Das war jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu langatmig. Ich gucke jetzt mal gerade eben, ob ich noch die restlichen paar Minuten nutze, um hier ein bisschen was an den, ja, an den feinen Details zu arbeiten. Ja, genau. Habe ich schon gesagt, dass ich Wortfindungsstörung habe. So, und zwar würde ich gerne ein paar Ranken setzen. Also Ranken, die an der Wand so entlang laufen. Aber ich ahne schon, dass wir hier keine mehr haben. Zur Not können wir natürlich zu den Gewächshäusern, da sind bestimmt welche. Oder ich fahre mir mal welche ab davon. Aber, ja, eigentlich müssten da auch hier welche sein, oder? Wäre ja gelacht, wenn wir hier keine finden würden. Oder? Oder? Leute, ich weiß es gerade ehrlich nicht. Ach, come on, das kann doch nicht wahr sein. Wartet, Leute, dann machen wir es anders. Home und, Pflanzen. Hä, lol? Ach so, hä? Hab ich da keinen mehr? Warte mal eben. Nö, da steht nichts davon. Oh, nee, come on, da muss ich jetzt selber hinfliegen. Aber ich bin viel zu faul. Nee, Leute, dann machen wir das doch anders. Dann werde ich in einer anderen Folge hier mich an den Feinarbeiten bemühen. Dann nutzen wir jetzt die letzten paar Minuten doch nochmal, um die blöden Cobblestone zu ersetzen. Aber ich glaube, wir werden zwei Folgen hier nutzen, weil ich denke mal, der Kamin wird jetzt nicht in dieser Folge komplett fertig. Und damit wir den auf jeden Fall noch in dieser Woche fertig sehen, weil ich denke, das ist ein Ziel, was wir erreichen sollten, ja, werde ich gleich noch eine Folge nutzen. Und ich kann in der nächsten Folge auch nochmal ein bisschen versuchen mitzuhelfen. Auch wenn ich natürlich, mich als nicht besonders begabterin erwiesen habe, Kamine zu bauen. Aber mir wurde oft gesagt, Daniel, mach trotzdem mit. Und ja, das werde ich auch auf jeden Fall tun. Aber ja, wie letzte Folge schon gesagt, wenn ich mich schon an etwas probiert habe und selber gemerkt habe, dass es einfach nicht funktionieren will, dann finde ich, ist die Freiheit, sich Hilfe zu holen, denke ich, auch legitim. Aber nur solange ihr das auch in Ordnung findet. Ich richte mich da wie immer voll und ganz nach euch, Leute. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Einschleim oder so, sondern ich mag es einfach lieber, weil, keine Ahnung, dann entscheidet ihr das und, ja, ist mir einfach lieber, als selber was zu entscheiden. Keine Ahnung, ich bin auch nicht so der Typ, der gerne selber entscheidet. Also es wird auch total oft geschrieben, Daniel, warum lässt du eigentlich immer die Leute entscheiden? Warum machst du nicht selber mal irgendwas? Also es kommt echt selten vor, dass ich mal etwas komplett für mich alleine entscheide. Weil, naja, wenn alle Leute dagegen sein sollten, dann, ja, keine Ahnung, ich mag es einfach nicht. Ich mag dieses Gefühl, nicht selber was entschieden zu haben und dann zu sagen, ja, ich habe das jetzt entschieden und so wird das jetzt auch gemacht. So, keine Ahnung, ich mag es generell nicht auch, so eine Autoritätsperson zu sein oder so. Ich bin lieber jemand, der dabei ist so, aber, ja, ich weiß nicht. Vielleicht kann es ja jemand nachvollziehen, aber ich mag das überhaupt nicht selber irgendwie, ja, keine Ahnung, Tatsachen auf den Tisch zu hämmern und zu sagen, das ist jetzt so. Ich habe das allerdings jetzt in der letzten Woche doch mal gemacht, und zwar bei Let's Build Azkaban. Aber da hat es auch wirklich auf fundierten, Gedanken basiert. Und zwar, weil ich ja euch schon mehrfach gefragt habe, wie ihr das Ganze seht. Und ja, ich habe halt einfach an dem ganzen Feedback der Folgen gesehen, dass meine Entscheidung da definitiv die beste wäre. Und ja, da habe ich mich dann tatsächlich mal selber für etwas entschieden. Aber meistens oder eigentlich zu 99,9% lasse ich euch entscheiden, wenn irgendwas an Neuerungen ansteht, die da eben Thema sind. Und ja, ich bin da bisher eigentlich auch immer gut mit gefahren, weil, naja, ich meine, es ist ein Community-Projekt, Leute. Es wäre auch irgendwo, ja, es wäre auch irgendwo nicht real, wenn ich alles selber bestimmen würde. Weil, ja, dann wäre es halt trotzdem nur ein Format von mir selber. Weil wenn ich alles bestimme, dann, ja, ich finde, ein Community-Projekt macht halt einfach aus, dass die Leute, also dass ihr da draußen mitentscheiden könnt, dass ihr mitbestimmen könnt, dass ihr eure Meinung abgeben könnt und dass diese Meinung nicht nur einfach gelesen wird oder gesagt wird, ja, mir ist die Meinung wichtig, sondern dass sie auch wirklich wichtig ist, dass ihr maßgeblich mitentscheidet, wie das Projekt hier weiter gestaltet wird und, ja, dass ihr halt mit die Entscheidungen treffen könnt. Und das ist mir wirklich mega, mega wichtig und deswegen lege ich da unter anderem auch so viel Wert drauf. Neben der Tatsache halt, dass ich ungern selber alles entscheide, aber das geht beides so Hand in Hand miteinander. So, wir haben es tatsächlich geschafft, Leute. Wir haben hier alles mit Quarzblöcken ausgestattet. Jetzt bin ich gerade nur am Überlegen. Ich glaube, den da ersetze ich doch nochmal durch einen Holzblock. Weil das haben wir auf der anderen Seite auch gemacht. So, geht die Holzleiste nämlich da über.
So, boah Leute, mir läuft der Schweiß die Stirn runter, das ist unfassbar. Ja, also deutlich besser als vorher. Es sieht deutlich besser aus als vorher. Jetzt ist allerdings nur die Frage, wie geht's mit dem Kamin weiter? Weil ich kann jetzt selber keine Zeit mehr nutzen, also ich würde gerne noch hier ein bisschen was an den Feinheiten machen. Aber, naja, das lohnt sich jetzt in der Folge nicht mehr. Aber wir können ja nochmal gerade eben auf den Kamin selber schauen. Ich finde auf jeden Fall schon mal gut, dass er bis zur Decke geht, weil das gehört irgendwie auch zu einem Kamin, weil er braucht ja einen Abzug und der wäre nicht da, wenn einfach kein Abzug da ist, ne, ist logisch, ne, wenn kein Abzug da ist, ist kein Abzug da, das ist eine sehr logische Schlussfolgerung und deswegen finde ich den alleine schon besser. Ich würde allerdings gleich mal überlegen, den einen Stein niedriger zu setzen. Also, dass man das Dach des Kamins vielleicht einen weiter unten anfängt. Das werde ich gleich mal mit den beiden ein bisschen, ja, besprechen. Und dann werden wir in der nächsten Folge hier nochmal ein bisschen weiter dran bauen. Allerdings nicht nur das, sondern natürlich auch noch ein paar andere Aufgaben, damit der Hufflepuff-Gemeinschaftsraum dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum in nichts nachsteht. Und dass der natürlich auch ein attraktiver Gemeinschaftsraum für unsere Hufflepuffs ist, wozu ich mich natürlich auch zähle. Und ja, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen, gerne auch ein Abo auf meinem Logo. Wenn ihr weitere Themenvorschläge für Let's Build Hogwarts habt, dann schreibt mir die unbedingt gerne mit dem Hashtag Thema für LBH in die Kommentare, würdet ihr mir sehr mithelfen und vielleicht seht ihr euch dann selber in einer Folge wieder, würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge am Freitag um 14 Uhr oder dazwischen zu anderen Videos und bis dahin euch alles Gute und bis dann, ciao Leute!